Am 16. Mai 2009 trafen sich über 80.000 Gewerkschaftsmitglieder des DGB in Berlin, um gegen die Wirtschaftskrise, einen weiteren Lohnverzicht und gegen Stellenabbau zu demonstrieren. Die Lage in den einzelnen Betrieben wird immer dramatischer. In welchem Betrieb arbeiten Sie? Bei der Gesamthafen Betriebsgesellschaft in Hamburg. Und wie steht's da momentan? Ja, wir haben im Moment Kurzarbeit und bei uns stehen Entlassungen an. Und wie finden Sie das? Ganz schlecht, beängstigend. Und wie finden Sie denn die Tatsache, dass die Werktätigen die Krise zahlen müssen, sollen? Auch ganz schlecht, weil andere dafür verantwortlich sind. Und wie hat Ihnen die Demonstration heute hier gefallen? Sehr gut. Das ist unsere einzigste Möglichkeit als Bürger, als kleine Leute, uns gegen die Ungerechtigkeiten zu wehren. Auch bei der Deutschen Post wächst der Druck auf die Beschäftigten. Es soll unberechtigterweise immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit bewältigt werden. Genau hier liegt der Punkt. Viele arbeitende Menschen sind sauer darüber, dass sie jetzt die Zeche zahlen sollen, die Bankmanager sich selbst eingebrockt haben. Ja, der Vorstand verlangt längere Wochenarbeitszeiten und auch Opfer beim Einkommen. Wir hatten vorhin gerade gehört, das Beispiel, ein junger Postbote verdient 10,54 Euro, trägt mit seinen Steuern mit dazu bei, dass die Konkurrenz subventioniert wird, das heißt also 5 Euro noch was waren da im Gespräch, dann zusätzliche Aufstockerleistungen vom Arbeitsamt. Ist doch eigentlich pervers, dass man von seiner Arbeit, Händearbeit, nicht mehr leben kann. Das ist durchaus pervers, deshalb stehen wir auch ein für den Mindestlohn und natürlich dann auch eben europaweit. Die anderen Länder in Europa zeigen, dass es geht. Und wir haben im Briefdienst den Mindestlohn, zumindest bei der Post, durchgesetzt. Und wir wollen, dass sich das auch weiterhin durchsetzt für alle Briefdienstleistungen, aber auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist also eine Menge in Bewegung. Und bei Ihrer Kollegin, wie sehen Sie das und wie hat Ihnen überhaupt der Tag hier heute in Berlin gefallen? Also mir haben besonders gut die Reden gefallen vom Frank Zierske und vom Wiesehügel. Die haben es wirklich auf den Punkt gebracht. Und wir können es uns nicht länger gefallen lassen. Wir wollen diese Krise nicht bezahlen. Wir haben sie nämlich nicht verursacht. Nun werden die Stimmen immer lauter, die auch einen Schutzschirm für die täglich zur Arbeit gehenden Menschen fordern. Sie sind es, die in Zukunft nicht im Regen stehen gelassen werden dürfen. Nicht die sogenannten notleidenden Banker, sondern die Menschen brauchen jetzt mehr Lohn und Geld in ihren Taschen, damit der noch etwas florierende Konsumbinnenmarkt nicht auch noch zusammenbricht. Vor den Wahlen wird von den Politikern viel debattiert, doch in den meisten Fällen ändert sich nichts. Es wird viel gesprochen und viel geredet, aber nichts getan. Ganz einfach. Und dann ist es ja so, dass die arbeitenden Menschen ja verhöhnt werden auf diese Art und Weise. Richtig. Die Löhne sinken und es wird gefordert, dass immer weniger Löhne bezahlt werden. Aber so geht die Wirtschaft auch nicht mehr hoch. Wir brauchen Geld, damit wir wieder die Wirtschaft ankurbeln können. Weil sonst geht es nicht. Wir gehen auf die Spirale nach unten und das geht so nicht. Lange Zeit war es ja in Westdeutschland ruhig, im Gegensatz zu Ostdeutschland. Ostdeutschland geht ja seit dem Fall der Mauer von einer Krise zur anderen. Das ist besonders hier in Berlin zu spüren. Und ab wann ist die Krise auch bei Ihnen angekommen? Die Krise ist bei uns auch schon länger angekommen, bloß es hat keiner so richtig wahrgenommen oder wollte es wahrnehmen. Das Problem besteht nicht erst seit einem halben Jahr. Jetzt gehen auch die Menschen in Deutschland auf die Straße, um ihren Unmut über die Finanz- und Wirtschaftskrise Luft zu machen. Aber vielleicht sind die Deutschen ja doch noch etwas zu geduldig. Das meinte jedenfalls ein Demonstrant, mit dem ich sprach. Und wir sind viel nicht radikal genug. In Frankreich, da gehen sie gleich auf die Straße und machen den Laden dicht. Hier muss mehr passieren. Die Leute haben noch zu viel Geld in der Tasche. Und wie ist es bei Ihnen gerade in der Region oder vielleicht bei Ihnen auf Arbeit? Bei uns in der Region sieht das ganz schlecht aus, weil Dithmarschen ist eine schwache Region. Und da haben wir 3-4 Großbetriebe und die bauen auch ab. Die haben Kurzarbeit, 4-Tage-Woche und entlassen trotzdem weiter. Und in welchem Betrieb sind Sie tätig? Ich bin in Dänemark am Arbeiten. Also auch schon nicht mehr in Deutschland tätig? Nee, man kann überall arbeiten, bloß nicht mehr in Deutschland. Nachdem 80.000 Menschen ihr Nein bekundet haben, dass sie die Zeche der Banker nicht zahlen wollen, bleibt die Frage, lenkt die Politik ein oder bleibt alles so, wie es ist?